Vor Beginn des Rückspiels gegen die Hammer Eisbären musste Husky-Coach Jesse Panik personell gewaltig improvisieren. Denn sowohl Alex Heinrich als auch Dani Albrecht standen nach dem Freitagsspiel in Essen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Mit 7 nominellen Stürmern und einem Artjom Kostrejew, der als Center in Sturmreihe 1 und 3 Doppelschichten schieben sollte, ging es so ins Spiel, in das die Kassel Huskies einen Traumstart erwischten. Schon nach gut 2,5 Minuten brachte Tobi Schwab mit einem Gewaltschuss seine Mann mit 1:0 in Front. Und nur 30 Sekunden später erhöhte Chris Bielich auf 2:0. In einer zweiminütigen doppelten Überzeitsituation bot sich sogar die Chance auf eine höhere Führung. Die zahlreichen Torschüsse fanden aber nicht den Weg ins Netz. Obwohl die Huskies die Gäste aus Hamm auch in der Folge gut im Griff hatten, gab es nach 12 Minuten den ersten Rückschlag. Karl Jasik überwand Kai Christian mit einem Flachschuss von der blauen Linie zum 2:1. Dieses Ergebnis hatte auch zum ersten Pausentee Bestand. Auch weil die Huskies in der Offensive die Genauigkeit in ihren Kombinationen vermissen ließen. Zu Beginn des zweiten Drittels hatten zunächst die Gäste eine große Torschance zum Ausgleich. Igor Baschek nahm Sven Valenti an der blauen Linie die Scheibe ab und stürmte frei auf Kai Christian zu. Valenti konnte seinen Gegenspieler im Laufduell nur unfair stoppen, sodass der Hauptschiedsrichter zu Recht auf Penalty entschied, den Baschek allerdings ergab. Von da an nahmen die Schlittenhunde wieder das Heft des Handelns in die Hand und münzten ihre Überlegenheit auch in Tore um. Mats Netzinger in der 23. Spielminute und Manuel Klinge nach tollem Rückhandpass von Tobi Schwab sorgten für eine beruhigende 4:1 Führung. Nun schien alles auf einen klaren Kasseler Sieg hinauszulaufen, jedoch konnte Baschek in der 33. Minute auf 4:2 verkürzen. Davon ließen sich die Gastgeber allerdings nicht beirren und legten vor der zweiten Pause noch das 5:2 durch Mats Netzinger nach, der einen Doll-Querpass aus der Luft verwertete. Boah. 4021 Zuschauer sahen, wie die Schlittenhunde auch im letzten Abschnitt das Spiel weiter kontrollierten. Vor dem Kasten des starken Eisbären-Torhüters allerdings eine höhere Führung verpassten. Ein kapitaler Fehlpass von Marc Hemmerich brachte die Gäste in der 51. Spielminute nochmal kurzfristig zurück ins Spiel. Arnold Baschek traf zum dritten Mal für Hamm, die in der Folge noch gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer hatten. Den Schlusspunkt unter eine kurzweilige Partie setzte Brad Snetzinger 3,5 Minuten vor Schluss, der aus kurzer Distanz den 6:3 Endstand markierte. Brad Snetzinger erzielte damit seinen dritten Treffer. Er ließ sich von nichts und niemandem an diesem Abend aufhalten. Einzig und allein sein Schläger gab den Geist auf.